Wow, letzte Folge genau 1,5 Stunden. Ich bin überrascht von mir. Das habe ich ja mal ziemlich gut gemacht. Oh, erstmal kurz ab ins kühle Nass. Beziehungsweise hier ist es sogar das warme Nass. So, uns wurde zwar letztes Mal gesagt, wir sollten nicht hier sein, aber... Ach so, ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, was passiert, wenn ich hier reintrete. Nix, mir wird nur warm. Okay. Schwefelkristalle gibt's hier. Die brauchte ich ja für irgendwas. Moment. Ich nehme an, Schneebälle sind Wurfwaffen, so in etwa. Ah, Thermalilie. Eine Treppe? Ne. Zwei müssen erstmal reichen. Ich habe leider... Korbpilz. Das hier. Hufeisennuss. Kalkstein. Eine ziemlich warme Höhle auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal da hoch. Oh. Oh, die gibt Gesundheit, Nahrung und Wasser. Geiles Teil. Wobei ich... ja gut, ist halt die Sache, ne? Ist dafür auch viel zu groß. Hufeisenstrauch. Ah, ich kann von denen... Eventuell kann ich die Nüsse einbuddeln. Schwefelkristall. Ach, Mineraldetektor habe ich ja schon. Da brauche ich nicht nochmal scannen. Kriege ich nur 2 Titan für. Ah. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich Shift und Tab gleichzeitig gedrückt. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Holy! The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. Yep. Station Delta. Und
Und wie erwartet, das wirft sie. Schnee. Nee, nee, brauche ich jetzt nicht. Was? Satellitenüberwachung aktiv. Statusbericht zur Überwachung. Mal kurz zu der Thermalilie. Ich finde es auch etwas. Keine Ahnung. Warum hat Altera diesen Ort so sprunghaft verlassen? Ich meine, dass sie einige Sachen nicht mitgenommen haben. Okay, aber das ganze Zeug hat ja auch noch Strom und alles. Warum? Ah, oh, Merkzweckraum. Machen wir erstmal hier zu. Ich glaube, das hilft das irgendwas. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Namensschild. Altera PDA. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Mit den. Oh. Ich hätte gern solche Gardinen. Hehe. Bürospielzeug. Oh, Aquarium. Yeah! Emanuels Bett. Ja. Wandregal. Einfach alles wegscannen. Einzelwandregal. Ich meine, ja, das hier hat noch keine Story, aber wenn ihr wisst, wie das beim letzten Mal aussah. Motivationsposter. Die Katze war besser. Die hatte Fred übrigens auch im Trailer an seinem Schließfach. Wäre geil, wenn wir den finden würden. Ihr wisst schon, diese Keep Calm. Katze. Oh. Hier ist irgendwas. Ist da was durchgebrochen oder? Keine Ahnung. Zusammengetrennt. Okay. Scannerraum ortet. Oh. Ja. Integrating new PDA data. Die Scannerräume waren eigentlich noch nie so wirklich doll. Ich meine, ich habe es zweimal versucht mit denen, ne? Und sie war wirklich ordentlich hochgelevelt, verbessert. Trotzdem, was da so rumkam, war nie. Aber der Himmel, der ist doch nicht mehr der gleiche wie früher, oder? Ah, oh, yeah, Konstruktionswerkzeug. Darauf habe ich gehofft. New blueprint synthesized. Okay, das ist egal, ob ich hier. Ob ich
auflasse oder zumache. Der hat keine Energie mehr. Fragment einer Jukebox. Okay, nett. Noch ein Altera PDA. Fremder Eindringling, ein eher fremder Schummler. Labortisch. Energietransmitter. Jede Menge Zeugs. Großes gefiltertes Wasser. Sehr schön. Jukebox, Lautsprecher. Karte der Altera-Einrichtungen. Oh ja, gerne. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Oh. Jeremy's und Fred's Bett. The new C-Truck X-12. Keycom and truck on. Okay. Nice. Jetzt schon irgendwie crazy, wenn man jetzt hier aus dem Fenster irgend so ein Monster vorbeistapfen sieht. Und wenn man dann versucht, das zu sehen, dann ist das weg. Ehrlich gesagt, ich würde das dann noch nicht einmal mehr irgendwann je wiedersehen wollen. Einfach nur so. So ein bisschen wie Yeti-artig. Wisst ihr, was ich meine? Der Fluch aus der Luft. Okay. Die scheinen hier sogar noch ihre persönlichen Gegenstände zu haben. Oh, Inventar voll. Rasierset. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play Underwater City. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite. Okay. Yeah. Yeah, okay. Das Signal werden wir uns irgendwann mal. Großes gefiltertes Wasser können wir uns eigentlich direkt reinpfeifen. Zur Not müsste ich halt was fallen lassen. Ach so, das ist einfach nur... Okay. Eine Modifizierungsstation. Nett. Ich meine, es gibt Subnautica in irgendeiner Form auch hier. Warum?
Was lasse ich denn fallen? Das ist doof eigentlich, aber ich denke, ich konsumiere die beiden Fische. So. Habe ich denn damit abgeschlossen? Das ist Omega. Delta? Keine Ahnung, was das für Buchstaben sein sollen. Aber okay. So, dann müssen wir jetzt im Grunde nur noch das letzte Fragment einer Seebahn finden. Ah, warte. Okay, du findest hier nichts mehr. Oh, da... Vermut mal, das wird irgendwie... War da nicht gerade was zum Scannen? Also wird auch Thermalenergie betrieben sein, vermute ich. Och man! Hier sind Pinguine. Tut ihr mir was? Nö. Dieses über die drüber springen, das ist irgendwie komisch. Das fühlt sich an, als würde ich da drüber gleiten. Okay, hier in der... Wieso wird mir hier in der Höhle wärmer? Na egal. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Signal location uploaded to PDA. Materialanalysator. Und ein Ionenwürfel. Ihr wisst, wie wichtig Ionenwürfel sind und ich habe genug Durst. Moment. Ich habe den jetzt nicht gescannt, ne? Hey, Altera, was habt ihr hier nur verbrochen?
Aber wisst ihr, das ist so der Grund, warum ich eigentlich ohne Nahrung und Wasser spielen wollte. Wir verbrauchen einfach so viel von dem Zeug. Das so schnell. Es nervt. Und wir sind hier ja noch am Anfang des Spiels. Es ist. Und ich habe trotzdem keine Schwierigkeit, da genug zu haben. Okay, keine Ahnung, wo es darunter geht. Ich will's aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wissen. Nicht mit. Nee, das ist kein Brachialhai. Das ist irgendein anderes Viech. Leuchtsiebkoralle, okay. Sichelflosser. Oxygen. Ah, das dürfte noch ein Teil sein, ne? Genau, Seebahn. Juhu. Damit haben wir jetzt die komplette Seebahn übrig. Ich hätte ja eigentlich auch nach den. Wir können Energiezellen bauen, sehr schön. New technology acquired. Seebahn-Tiefenmodul Stufe 1. Unplastahlbaren. Boah. Stufe 2 gibt es auch sogar direkt vorbei. Synthetikfasern. Nice. Was bist du? Keine Ahnung. Ich will es jetzt gerade auch nicht rausfinden. Ich will erstmal. 30 seconds of oxygen remaining. Ich will erstmal einfach nur nach Hause und alles andere kümmern wir uns nachher, ja? Ich habe jetzt eigentlich vor, das so bei einer halben Stunde zu beenden. Ich habe also noch 7 Minuten, ziemlich genau. Und ja, dann werden wir sehen. By the way, was ist das hier? Eistang? Wendelbrücken, okay. Das hier. Okay. Wir befinden uns auch hier in den Wendelbrücken, okay. Zwei vom gleichen. Ich hätte gedacht, Altera würde einen Weg finden, Sams Wings zu klippen. Like I knew they'd do to mine once they took over Xenoworks. I tried to warn her. But she was stubborn, like me. Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, less play by the rules. But Sam didn't tolerate Altera's corporate red tape any more than I did. She just tried to change it from the inside. I think in the end, we always wanted similar things. Okay. Wir machen gleich weiter. Ja. So, Notversorgungslager können wir auf blau machen. Das hier auch auf blau. Das hier hätte ich gerne einen Ticken roter. Die beiden auf gelb. Metallschrott haben wir noch gar keinen gefunden, ne?
Synthetikfasern, Energiezelle ist genauso wie früher. Thermoskanne, eine Isolierflasche für Getränke, Titan und Glas. Okay. Macht in dem Fall sogar Sinn. Konstruktionswerkzeug. Oh, das... Ich habe noch keine Tischkoralle gefunden, ne? Seebahn. Ein Titanbarren. Ein erweiterter Kabelsatz. Eine Energiezelle. Zweimal Glas. Dreimal Blei. Titanbarren kriege ich hin. Erweiterter Kabelsatz. Braucht halt den Computerchip. Zweimal Glas kriege ich auch hin. Energiezelle. Ja. Okay, Nickelerz und Kyanit gibt es auch. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Wäre eine Idee. So. Ja. Ich wollte euch eigentlich noch was zeigen ohne den Mehrzweckraum, was ich vor kurzem gesehen habe. Okay. Sag mal. Ja. Communications Tower maintenance log. Another day. Another slight by the winged furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially, if you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me. As if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Okay. Ja, okay. wisst ihr was? Wir werden jetzt uns hier einfach durch die ganzen Daten durchgehen. Und wer darauf keinen Bock mehr hat, der kann schon mal abschalten. Also gecraftet wird erst beim nächsten Mal. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some key achievements and priority shifts we need you all to get behind. The Spy Pangling Project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important, positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job, and I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work. And I think we can start discussing bonuses soon. Yeah. Toller Kerl. Emanuels Sonderwunsch. Emanuel gab mir diesen modifizierten Scanner und sagte, ich brauche mehr Duschköpfe. Dies sollte dich zu den notwendigen Mineralien führen. Was? Er sagte mir auch, ich soll es nicht in die große Glocke hängen. Und das ist wohl, was ein Masterabschluss in angewandter Geologie heutzutage bringt. Ein Job als besserer Bauarbeiter. Ha, ich hätte interstellares Recht studieren sollen, wie Papa sagte. Ich muss es trotzdem für Emanuel erledigen. Keine Ahnung, was er mit dem Scanner gemacht hat. Aber er macht einen großartigen Job, wenn es darum geht, bestimmte Materialien zu finden. Immerhin besser als zu hoffen, irgendwie über die richtigen Aufschlüsse zu stolpern. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory?
What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Okay. Eine ganze Truppe, die da wohl war. Ja gut, macht ja auch Sinn. Ich bin mal gespannt. David, you'll be happy to know, the Frost Pack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well-suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Ich mag Emanuel nicht. Emanuel des Jardins. Verbindungsperson für Personal- und Kommunikationsangelegenheiten. Der untersteht der Altera-Zentrale. Persönlichkeit E5A401C oder O1C5N1. Hä? Fred LaChance. IT, Kurier und Wartungsgeneralist berichtet an Emanuel des Jardins. Aktuelles Projekt verschiedene. Okay. Und Jeremiah Mergel. Mal ganz ehrlich, der Typ kommt doch aus, wie hieß noch die? Aus Lazy Town, oder? Der ist genauso creepy wie diese Puppen. Erinnert mich irgendwie an den Bürgermeister. Techniker. Wartung des Funkmasts. Statusbericht zur Überwachung. Scan des Sektors 0. Zwei lebende Humanoide geortet. Nicht autorisierte Konstruktion von Basen und Fahrzeugaktivität festgestellt. Empfehlung, Beobachtung und auf mögliche Intervention vorbereiten. Zwei Humanoide? Wen? Also zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch nicht da. Von daher, ich vermute mal diese fremde Frau, aber wer noch? Karte der Altera-Einrichtung. Station Delta, Missionszentrale, Kommunikation und Logistik. Robotikzentrum Vieh, Ingenieurwesen und Robotik. Außenposten 0, xenobiologische Forschung. Bergwerk Copper, Materialaushub. Labor Omega, biologische Forschung. Geheim. Also das ist Omega, das ist wahrscheinlich Vieh. Das hier dürfte dann 0 sein. Und das hier ist Copper. Copper müssen wir auch irgendwann mal hin, aber dafür brauche ich eine Menge Stauplatz. Je nachdem, wie viel da zu holen ist, aber ich hoffe ja auf was Schönes. Zemts Zeichnung eines Speerpinguins. Danke für alles, Fred. Sam. Nett.
einheimische Lebensformen, der Hufeisenstrauch. Hufeisensträucher sind Landpflanzen, die unter warmen Bedingungen gedeihen. Ihre Bestimmung ist aufgrund der dichten Blattkrone am gegabelten Stamm einfach. Die Früchte können geerntet und angepflanzt werden und sind eine nachhaltige Nahrungsquelle. Yeah! Okay, ich brauche unbedingt... Haben wir, Außenmodule. Oh, wir haben keine Außenbeete. Nee, Innenbeete bräuchten wir ja, wenn. Aber haben wir auch nicht. Verdammt! Struppstreif. Bla bla bla. Fangen Sonnenwärme ein. Okay. Thermalilie sind ungewöhnliche Landpflanzen, die häufig an Felswänden wachsen. Tagsüber richten sie sich nach der Sonne aus, absorbieren die Wärmestrahlung und speichern sie. Okay. Mehr Leuchtsiebkoralle. Nichts Besonderes. Verwertbares der Korbpilz. Diese robusten Pilze durchbrechen selbst das dickste Schelfeis. Sie treiben. Dort verschlechten sich zu Myzelsträngen, die effizienten Nährstoff aus dem Boden rausholen. Okay. Wäre vielleicht eine Idee, mir da mal Notizen zu machen. Brachialhai, ein verbreitetes haiähnliches Raubtier von geringer Intelligenz. Ist ziemlich egal, ob es intelligent ist oder nicht. Geringe Bedrohung. Fand ich jetzt nicht so. Also der... Ne? Ionenwürfel, wertvolle Energiequelle. Gleiche wie damals. Also gleiche... Materialanalysator. Dieses Werkzeug ähnelt einem menschlichen Elektronenmikroskop oder Massenspektrometer und scheint für die Analyse physikalischer Rohstoffe konzipiert zu sein. Spekulation zufolge könnte die Scanvorrichtung dazu ausgelegt sein, kleinere Gencodes für die Replikation lebloser Objekte zu sammeln. Okay. Kalvaritaufschlüsse, Gold oder Titan, Hydrothermalschlot. Schornsteinförmige Gebilde bestehen aus gelösten Mineralien. Beurteilung, die geothermische Emission über längere Zeit ausgesetzt zu sein, kann ein Risiko. Ja. Schwefelkristall, Beurteilung. In fortgeschrittenen Fabrikation, okay. What was that woman's problem? The one in the exosuit. Like, I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet? It isn't exactly a happening vacation spot. She knew their terrain well enough to make a dramatic entrance by jumping off a sheer cliff. So I guess she's been here a while. But how long has she been following me? She said to keep away from her, or off her land. What in this frozen slush bog could she be protecting? Unless she's camped out somewhere. She's definitely heard of Altera, though. Did she meet Sam? Ja. Eine Jukebox, der mit... Ich mache das hier jetzt ganz schnell, weil, ja, das ist alles das... mehr oder weniger gleiche wie... letztes Mal. Mit koppelbaren Wagenabteilen für maximale Anpassungsfähigkeit im Einsatz. Triebwagen klein und beweglich, wenn er nicht durch zusätzliche Abteile ausgebremst wird, ist seine Geschwindigkeit mit der Seemotte vergleichbar.
Eins über eurer Steuersitz. Es wurden keine Kosten gescheut. Jurassic Park! Im Gegensatz zum größeren Zyklopen können keine zusätzlichen Innenausbauten wie ein Fabrikator installiert werden. Dennoch ist eine Aufrüstung möglich und okay. Geschwindigkeit variabel. Zerstörungstiefe 150 Meter, zwei austauschbare Energiezellen. Okay. Gut zu wissen. Und jetzt sollte ich echt mal essen. Vital signs stabilizing. Ja. Ne, Moment. Ich glaube, ich habe noch Wasser im Vorrat, ne? Nein, ich habe kein Wasser im Vorrat. Na dann. Das wird spaßig beim nächsten Mal. Wir werden es sehen. Bis dahin, Gruß, Synas Fan.